Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Dieses Zitat stammt aus dem Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry. Und das hat mir deswegen so gut gefallen für unsere heutige Sendung, weil bestimmt ein krankes Herz immer noch gut sieht, aber umgekehrt die Kardiologen auch immer besser sehen können, was denn vielleicht bei einer möglichen Herzerkrankung nicht mehr richtig funktioniert. Ich begrüße bei uns im Studio Professor Andreas Luchner. Er ist der neue Chefarzt der Klinik für Kardiologie am Krankenhaus Barmherzige Brüder. Herzlich willkommen, Herr Professor Luchner. Jawohl, vielen Dank für die Einladung und schönen guten Abend. Und auch Ihnen zu Hause, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserer neuen Ausgabe unseres Gesundheitsforums. Herr Professor Luchner, Ihr Gebiet ist eigentlich sehr umfassend. Herzinfarkte, verengte Herzkranzgefäße zählen da dazu, aber auch Herzklappen, die vielleicht mal ersetzt werden müssen, genauso wie Herzschwäche. Zunächst aber wollen wir sozusagen ein bisschen genauer mal auf die interventionelle Kardiologie schauen. Ich kann mir vorstellen, die Stammzuschauer, die kennen das vielleicht, aber der andere Zuschauer vielleicht noch nicht so. Übersetzen Sie uns das doch mal bitte, den Begriff. Ja, der Begriff interventionelle Kardiologie ist ein Begriff, der den Internisten oder den diagnostizierenden Arzt verbindet mit einem operativ tätigen Arzt. Und die Intervention ist eben der Eingriff am Herzen. Und die Kardiologen als Internisten sind keine offenen Operateure, so wie Herzchirurgen, sondern minimalinvasive Operateure und nehmen ihre Interventionen über den Katheter vor, aber sind sozusagen operativ interventionell tätig und reparieren. Das ist ein Reparaturbetrieb in der Innenmedizin, wo gearbeitet und manuelle Tätigkeit erbracht wird, die aber jetzt keine klassische operative Tätigkeit ist. Das werden wir auch noch kennenlernen, denn das ist nämlich hochspannend, wie präzise Sie da arbeiten können sozusagen. Fangen wir mal mit einem Thema an, was die meisten vielleicht auch noch ein bisschen präsent haben. Das sind die verengten Herzkranzgefäße oder auch Herzinfarkte. Wie machen sich denn solche Verengungen in den Gefäßen bemerkbar? Da gibt es im Prinzip drei unterschiedliche Möglichkeiten. Der Patient mit dem akuten Herzinfarkt, der kommt in der Regel mit akut einsetzenden Brustschmerzen zu uns. Das ist ein Klassiker. Der Patient bemerkt Brustschmerzen, die gehen nicht mehr weg. Er oder seine Frau rufen den Notarzt an, der Notarzt kommt, diagnostiziert einen Herzinfarkt oder äußert den Verdacht auf einen Herzinfarkt. Es wird ein EKG geschrieben, das zeigt entweder einen Herzinfarkt oder es ist unklar, dann wird der Patient in die Notaufnahme gebracht. Dort wird über EKG oder Bluttests ein Herzinfarkt diagnostiziert und dann geht es weiter in unser Herzkatheterlabor, wo dann unter Röntgendurchleuchtung und Röntgenkontrolle das verschlossene Herzkranzgefäß wieder eröffnet wird. Das ist eine wesentliche Daseinsberechtigung unserer Kardiologie und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder betreibt den hohen Aufwand, um 24 Stunden am Tag, ja ein Jahr aus, auch am Wochenende und an Feiertagen, das zu ermöglichen, dass Patienten mit Herzinfarkt unmittelbar sofort versorgt werden können. Da ist also eine Gruppe von 5 interventionellen Kardiologen reihum im Dienst, im Rufdienst eingeteilt, sodass zu jeder Tages- und Nachtzeit der Patient mit akutem Herzinfarkt sofort kompetent behandelt werden kann und das Problem gelöst werden kann. Das ist der akute Herzinfarkt. Dann gibt es Patienten, wo die Schmerzen nicht akut einsetzen, die aber bei körperlicher Belastung Beklemmungen haben oder vermehrt Luftnot und weniger leistungsfähig sind, wo dann über den Hausarzt oder in der Praxis Belastungstests gemacht werden. Da zeigen sich EKG-Veränderungen vielleicht. Es wird der Verdacht auf Herzkranzgefäßverstopfung geäußert. Die kommen dann praktisch mit Termin zu uns, aber auch natürlich dringlich. Denn wir wollen das Problem ja lösen, bevor der Herzinfarkt passiert. Und dann gibt es Patienten, die mehr oder weniger unerkannt herzkrank sind, vielleicht einen stummen Herzinfarkt hatten, wo eines Tages zum Beispiel per EKG diagnostiziert wird, Mensch,
da hat ja wahrscheinlich ein Herzinfarkt stattgefunden oder es wird eine Ultraschalluntersuchung des Herzens gemacht und es zeigt sich eine verminderte Herzpumpleistung oder infarkttypische Veränderungen. Und dann wird da nachgegangen und wird nachgeforscht, Mensch, was ist da los? Was ist die Ursache dieser Herzerkrankung? Und das ist die dritte Möglichkeit, wie man zu uns kommen kann. Eher ein Zufallsbefund. Mhm. Jetzt haben wir mal einen Film, der uns ein bisschen verdeutlicht, wie Sie das sozusagen auch bei der Diagnose dann sehen können, wie so eine Verengung aussieht. Ja, dieser Film, das ist, genau, das ist jetzt eine Angiografie der rechten Herzkranzader, ein sogenannter über den Herzkatheter. Dieser Strich hier oben, das ist ein dünner Gummischlauch, der zum Herzkranzgefäß vorgeführt wird. Und über diesen dünnen Gummischlauch, der meistens über die Armschlagader, manchmal über die Beinschlagader eingeführt wird, wird Röntgenkontrastmittel eingespritzt. Und mit dem laufenden Blut verteilt sich das Röntgenkontrastmittel im Herzkranzgefäß. Die Blutflussrichtung ist also von hier links oben nach hier rechts unten. Und diese feinen Verzweigungen und Verästelungen, das sind kleine Seitäste, die führen zum Herzmuskel hin und versorgen den Herzmuskel mit Blut und Sauerstoff. Die Blutflussrichtung ist also von hier nach da. Und Sie sehen hier, hier sieht man eine hochgradige Engstelle. Das ist wie eine Eieruhr, wird es eng und dann wird es wieder weiter. Man sieht gar nicht mehr, wo das Kontrastmittel durchfließt. Es ist gar keine Verbindung mehr zwischen den beiden Teilen zu sehen. Das ist also eine 99-prozentige oder höchstgradige Einengung. Dieses Herzkranzgefäß ist im Wesentlichen krank, nur an dieser Stelle ist es fast zu. In der Regel ist hier ein Blutgerinnsel oder eine sogenannte Plakruptur, wo ein Cholesterinplak aufgeplatzt ist und sich ein Blutgerinnsel draufgesessen hat. Und hier droht jetzt der Verschluss des Herzkranzgefäßes. Und wenn Sie sich vorstellen, das ist hier verschlossen, dann stoppt die Durchblutung hier. Und der Herzmuskel, der wahnsinnig hungrig ist nach Sauerstoff und Durchblutung, der wird dann nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Dann kommt es zum Infarkt, der Herzmuskel stirbt ab und die Herzpumpleistung lässt nach. Dann schauen wir uns jetzt da gleich noch das nächste Bild an, denn man kann, wie wir schon vorher gehört haben, solche Engstellen dann mit ganz feinen kleinen Kathetern aufdehnen. Da muss man auch keine offene Operation mehr durchführen und das sehen wir hier auf diesem Bild mal dargestellt. Genau, das ist im Prinzip das Prinzip des Katheters. Wir führen in die Herzkranzader einen dünnen Führungsdraht ein, das ist dieser schwarze Strich hier, den man wahrscheinlich nicht gut sieht. Über diesen Führungsdraht wird ein Ballonkatheter nachgeschoben. Der fährt dann auf diesem Draht wie auf einer Schiene in das Herzkranzgefäß rein. Wir zentrieren den dann in der Engstelle. Dann wird der Ballon auch von außen aufgeblasen und weitet sich dann auf den Durchmesser, den er annehmen soll. Wir haben also schränkeweise voll unterschiedlicher Ballone, unterschiedlicher Durchmesser und Längen. Und man weitet dann die Kranzader und die Engstelle der Kranzader so weit aus, dass es wieder normal durchgängig ist. Und anschließend schiebt man dann eine Gefäßstütze in der Regel ein, einen Stent, der auch auf einem Ballon montiert ist und der dann über den Ballon in die Gefäßwand der bleibt dann drin und hält das offen. Und danach muss man natürlich auch wieder kontrollieren, hatte das Erfolg, sitzt der Stent an der richtigen Stelle. Und auch das können wir uns noch mal anschauen. Das kann man nämlich wieder untersuchen. Genau, das ist jetzt die gleiche Herzkranzader wie vorher, wieder der Katheter. Und hier war die Engstelle vorher gewesen. Und es ist genau vor diese Aufzweigung, vor diese Y-Aufzweigung ist also geweitet worden und ein Stent eingesetzt worden, sodass jetzt das Blut wieder unbehindert durchfließen kann. Die Beschwerden sind weg und der drohende Gefäßverschluss ist behoben. Sie sehen jetzt keine Einengung mehr. Ja. Und am allerwichtigsten ist natürlich, dass das Blut weiter fließen kann und den Herzmuskel durchbluten kann und mit Sauerstoff versorgen kann, sodass der Infarkt damit abgewendet werden kann. Ja, das meinte ich vorher mit faszinierend, was man da mittlerweile alles zum einen sehen kann, aber auch schon machen kann. Wir sprechen gleich noch weiter über zwar ganz andere Techniken, aber da geht man auch mit einem Katheter vor. Bleiben Sie also dran. Willkommen zurück zum TVA Gesundheitsforum. Wir sprechen heute mit Professor Andreas Luchner. Er ist der neue Chefarzt der Klinik für Kardiologie am Krankenhaus Barmherzige Brüder. Und wir sprechen heute über Herzerkrankungen. Und jetzt, Herr Professor Luchner, wird es ein bisschen komplizierter, sage ich mal, für den Laien. Denn es gibt die sogenannte Aortenherzklappe, die kann im Laufe unseres Lebens verkalken. Und die kann man dann aber, wenn nötig, durch eine sogenannte TAVI-Aortenklappe ersetzen. Und ich würde Sie bitten, uns das gleich mal
am Modell zu zeigen, wo diese Klappe sitzt und was man da tun kann im Ernstfall. Genau, also es geht um diese Region hier. Hier ist schon das Modell einer künstlichen Herzklappe vor Ort. Und diese Klappe, die Aortenklappe, ist das Auslassventil der linken Herzpumpkammer. Das hier ist die linke Herzpumpkammer. Die Herzkranzgefäße, die liegen hier oben drauf und durchbluten die linke Pumpkammer. Und die linke Pumpkammer ist die Hauptpumpkammer des Herzens. Das heißt, jeder Tropfen Blut, der unseren Körper durchblutet, der muss durch diese Hauptpumpkammer und die Aortenklappe hinaus gepumpt werden in die Schlagader und gelangt dann in die Brustschlagader und verteilt sich dann weiter über die Bauchschlagader oder die Hirnarterien in den Körper. Aber er muss durch diese Aortenklappe durch. Und das ist das sogenannte Hochdrucksystem unseres Herzens. Das unterliegt natürlich einer hohen Belastung. Und das Herz schlägt jeden Tag 100.000 Mal. Und im Laufe der Jahre und Jahrzehnte kommt es dann natürlich zu Abnutzungen. Und die Aortenklappe, die ist besonders von Abnutzung betroffen und macht dem vielleicht auch noch zum Verständnis, das ist sozusagen das Blut, was wieder Sauerstoff hat, das wird da wieder im Körper verteilt und das ist eine Art Ventil, diese Klappe, dass das nicht wieder zurückkommt. Genau, das ist das Auslassventil der linken Herzkammer. Das heißt, in dem Moment, wo die Kammer pumpt, öffnet sich die Klappe, das Blut kann ausströmen in die Aorta und dann, wenn das Herz erschlafft und sich wieder mit neuem Blut füllt, dann muss diese Klappe dicht halten, dass das Blut nicht aus der Aorta wieder zurück in die Pumpkammer zurückfließt, sondern nach vorne fließt. Ja. Wenn die jetzt tatsächlich mal sozusagen schlapp macht im Laufe des Lebens, dann könnte man die ersetzen. Jetzt würde so eine Klappe am Uniklinikum eingesetzt werden, aber Planung, Vorbereitung der Patienten, auch Nachbetreuung, findet alles bei Ihnen, kann alles bei Ihnen am Haus stattfinden? Das kann alles bei uns stattfinden. Wir bekommen Patienten mit dieser Art von Herzklappenerkrankung auch wieder über die Notaufnahme rein. Das sind typischerweise Patienten, die über Luftnot klagen oder sich nicht mehr belasten können oder vom Hausarzt eingewiesen werden wegen Lungenwasser oder es sind Patienten, die vom Kardiologen oder Internisten zugewiesen werden mit der Bitte Vorbereitung und Diagnostizierung der Aortenklappe und Vorbereitung auf Aortenklappenersatz. Das ist eine relativ diffizile Fragestellung, denn Verkalkungen oder Abnutzungserscheinungen der Aortenklappe sind häufig. Es muss aber nicht jeder eine neue Klappe deswegen bekommen. Und die Abgrenzung, ob ein operationsbedürftiger Befund vorliegt oder es medikamentös behandelt werden kann, das ist schwierig. Und die Konsequenz ist ja enorm. Das heißt, wenn man jemand sagt, du brauchst eine künstliche Herzklappe, das muss ja wohl überlegt sein und muss natürlich gut begründet werden auch. Da gibt es dann auch die Möglichkeit für ältere Patienten eben das mit so einem Katheter zu machen. Dazu schauen wir uns jetzt mal ein Bild an für die Planung. Was spielt da alles mit rein, wenn Sie beurteilen müssen, ja, kann man das mit Katheter einsetzen, so eine Klappe? Das ist jetzt ein ganz tolles Bild, eins meiner Lieblingsbilder. Wir sehen die Durchblutung der unteren Körperhälfte. Und zwar sehen wir die Beckenschlagader hier auf der rechten Seite, die übergeht in die Bauchschlagader dann hier und dann geht es hier nach oben. Und diese Gefäßregion ist für uns extrem wichtig bei der Planung eines katheterinterventionellen Aortenklappenersatzes, denn so eine Herzklappe ist natürlich wesentlich größer als ein Coronarstent und dementsprechend dick. Und ich habe hier mal einen Katheter mitgebracht. Durch diesen Katheter muss die Klappe eingeschoben werden und der Katheter hat eine gewisse Dicke, mehrere Millimeter dick, ungefähr so wie ein Bleistift. Und dieser Katheter muss über die Beckenschlagader vorgeführt werden und dementsprechend muss natürlich die Beckenschlagader ausreichend durchlässig sein, um diesen Katheter aufnehmen zu können. Die Beckenschlagader darf nicht so sehr verkalkt sein und da hilft uns dieses Angio-CT, nennen wir das. Das ist also ein Bild, was per CT-Röntgenuntersuchung erzeugt wird. Es wird dann vermessen nach dem Gefäßdurchmesser, nach der Kalkverteilung und wir überlegen uns und planen, ob wir also einen entsprechenden Katheter von da unten vorführen können und dann an die Aortenklappe ran können. Jetzt hat sich, seit Sie am Haus sind, auch als neuer Chefarzt, auch das Behandlungsspektrum ein bisschen erweitert, speziell eben die interventionelle Kardiologie, da haben wir schon gesprochen drüber. Wenn es jetzt um Mitralklappenerkrankungen geht, auch da braucht man wahrscheinlich noch mal bitte das Modell, dass Sie uns sagen,
Was ist da erkrankt? Genau, die Mitralklappe, das ist diese Klappe, die ist komplett anders konstruiert als die Aortenklappe. Es ist eine sogenannte Segelklappe und die ist sehr kompliziert aufgehängt. Die besteht aus einem hinteren und einem vorderen Mitralklappensegel und ganz vielen fadenförmigen Aufhängungen. Die sieht ähnlich aus wie ein Fallschirm, wo der Fallschirm an vielen Fäden zusammengerafft wird. Und diese Klappe ist jetzt nicht wie die Aortenklappe das Auslassventil, sondern das Einlassventil der linken Herzpumpkammer. Und wenn sich die linke Herzpumpkammer kontrahiert, dann muss diese Klappe dicht abschließen, damit das Blut in die Aorta rausfließt und nicht zurück in die Lunge gepumpt wird. Und diese Klappe, die kann undicht werden im Laufe des Lebens, entweder aus Abnutzungsgründen, dass einer oder mehrere dieser Fäden abreißen, oder auch durch andere Degenerationen oder auch bei einer Herzpumpschwäche, wenn es zu einer Ausweitung des Klappenringes kommt und die Klappe nicht mehr dicht schließen kann, dann wird es hier undicht und das Einlassventil wird undicht. Und wenn die Herzpumpkammer pumpt, dann fließt Blut zurück entgegen der, wo es eigentlich nicht hinfließen soll, in die Lunge zurück. Das resultiert dann in Luftnot. Jetzt liegt da vor Ihnen so ein kleiner weißer Clip. Das ist ein Verfahren, das kann man ja bevorzugt bei älteren Patienten noch anwenden, die man vielleicht offen gar nicht mehr operieren könnte. Das ist ein Clip, ein Originalclip, mit dem wir Undichtigkeiten an der Mitralklappe abdichten können, über das sogenannte Mitralklappen-Clipping. Das ist ein Verfahren, was geeignet ist für Patienten, die jetzt nicht mehr für eine widerstandsfähig genug sind für eine offene Herzklappenoperation. Und da wird letztendlich der Clip, da wird im Herzkatheterlabor unter Ultraschall- und Röntgenkontrolle wird genau die undichte Stelle an der Mitralklappe gesucht, aufgespürt und der Clip millimetergenau an die undichte Stelle hingesetzt. Und der ist ähnlich wie eine Wäscheklammer. Da wird die Klappe eingefangen und dann zusammengerafft mit dem Clip und die undichte Stelle sozusagen geklippt oder wie getackert. Ja, damit das nicht so ausfranst, sage ich mal. Ja. Ja. Ja, auch das ist für den Laien schwer vorstellbar, aber ich glaube, mit Hilfe des Modells kann man sich das ganz gut vorstellen. Wie gesagt, ein Verfahren, was bevorzugt bei älteren Patienten dann zum Tragen kommt. Wir wollen gleich noch etwas weitersprechen, auch über die sogenannte Herzschwäche. Das aber im dritten Teil unseres Gesundheitsforums. Sie sehen das TVA Gesundheitsforum heute mit dem Thema Herzerkrankungen. Und bei uns ist Professor Andreas Luchner. Wir haben schon erfahren, Sie sind noch relativ neu als Chefarzt jetzt bei den Barmherzigen Brüdern. Aber erzählen Sie uns doch noch ein bisschen, wo waren Sie vorher, bevor Sie da hingewechselt sind? Ja, meine letzte Station war das Klinikum Amberg. Dort war ich über 4 Jahre Chefarzt der medizinischen Klinik 1. Das ist auch eine große internistische Klinik mit kardiologischem Schwerpunkt und Schwerpunkt auf der interventionellen Kardiologie. Zuletzt war ich lange Jahre am Uniklinikum Regensburg tätig, zuletzt als leitender Oberarzt und habe dort meine Ausbildung durchlaufen und auch meine wissenschaftlichen Tätigkeit. In den 90er Jahren war ich 2 Jahre in den USA an der Mayo Klinik als hauptberuflicher Wissenschaftler tätig und habe während dieser Zeit eben meine Facharztausbildung und wissenschaftliche Qualifikation durchlaufen. Also Regensburg ist Ihnen auf alle Fälle nicht fremd. Nein. In den USA waren Sie 2 Jahre. Haben Sie da irgendwas mit rübergebracht, wo Sie sagen, ja, das können wir hier auch anwenden oder kannte man vielleicht noch nicht so sehr in Deutschland? Ja, da ging es in erster Linie um die Ursachen der Herzpumpschwäche und Mechanismen, die, wie man die Herzpumpschwäche aufhalten kann, wie man sie auch diagnostizieren kann. Und da ist mein wissenschaftliches und klinisches Interesse an der Herzpumpschwäche gewachsen. Auch der Umgang mit Bluttests zur Diagnose der Herzpumpschwäche und Beeinflussung der Herzpumpschwäche rührt daher. Und es ist ein weiteres großes Thema für mich, die optimale Behandlung der Herzpumpschwäche. Mhm. Auch Herzinsuffizienz genannt in der Fachsprache. Jetzt waren Sie Vorsitzende der Arbeitsgruppe auch für chronische Herzinsuffizienz, sind dort auch immer noch aktiv. Umgangssprachlich gefragt, wie kann man denn sowas mittlerweile ganz gut behandeln oder was braucht man da, um diese Herzpumpschwäche zu behandeln?
Ja, es ist ein weites Feld. Zum einen muss man sich ein genaues Bild machen, weshalb die Herzpumpschwäche da ist. Da geht es zum Beispiel um die Durchblutung des Herzens, um Herzklappenfehler. Da gilt es, möglichst optimal alles in den bestmöglichen Zustand zu bringen. Und dann ist die Herzpumpschwäche auch eine Domäne der medikamentösen Therapie. Da gibt es also Strategien, wie behandle ich in welcher Kombination, mit welcher Dosis, an welchen Medikamenten, um das Herz möglichst optimal zu entlasten, damit es sich erholen kann. Und dann gibt es natürlich auch wichtige Empfehlungen an den Patienten, wie er sich denn in seinen Lebensumständen anpassen soll an die Erkrankung und wie er am besten mit dieser Erkrankung zurechtkommt. Ich sag mal, wie viel Lebensqualität kann man da wieder zurückgeben mit einer guten Behandlung, auch zurückgewinnen als Patient? Ein Patient kann mit Herzpumpschwäche sehr gut leben, wenn es optimalerweise gelingt. Wir können Patienten so gut behandeln, dass wir zwar mit Ultraschall feststellen können, da liegt eine Herzpumpschwäche oder Leistungsschwäche vor, aber im Idealfall merkt der Patient davon im Alltag nichts und kann seinen normalen Alltag leben. Mhm. Ja, unsere Sendezeit ist fast vorbei, aber wir haben auch sehr viel gehört, sehr viel Technisches, sehr viel Medizinisches. Letzte Frage noch an Sie, kurze Antwort, wenn möglich. Was hat Ihnen denn so am besten gefallen bei den Barmherzigen Brüdern oder was hat Sie da beeindruckt, wie Sie da angefangen haben? Ja, mir gefällt natürlich sehr gut, die Klinik ist sehr groß und sehr hoch spezialisiert. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit der Klinik für Rhythmologie, die hochprofessionell auch aufgestellt ist. Das gefällt mir sehr gut, also dass also für jedes Problem sozusagen Spezialisten vorhanden sind und die Klinik auch in ihrer Größe sehr leistungsfähig ist. Und dann gefällt mir natürlich auch der Geist der Barmherzigen Brüder, wo wir natürlich versuchen, jetzt den Patienten nicht nur im Medizinbetrieb zu sehen, sondern auch als Menschen wahrzunehmen. Dann sage ich auf alle Fälle vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Jawohl, ich bedanke mich auch. Ich hoffe, dass mein Enthusiasmus für die Kardiologie zu spüren war und meine Freude auch an der interventionellen Kardiologie und an der klinischen Kardiologie. Also ich habe es gespürt, auf alle Fälle technisch auch hochinteressant. Ja, das war's mit diesem Monat mit unserem Gesundheitsforum und ich sage auch bei Ihnen danke fürs Zuschauen und freue mich dann schon auf die nächste Ausgabe.